Das ist definitiv Diebstahl und eine absolute Schweinerei. Wie rettet man am besten eine versaute Schweißnaht? Richtig, da gibt es seit Jahren eine Geheimwaffe, eine Curve-Schleifscheibe von Pferd. Mit dieser Schleifscheibe geht man jetzt ein-, zweimal über die Naht rüber und das Ergebnis sieht schon deutlich, deutlich besser aus. Und wenn man wirklich ein perfektes Ergebnis haben möchte, dann geht man mit dieser absoluten Geheimwaffe noch zwei-, dreimal rüber und man hat wirklich eine perfekt ausgeschliffene Kehlnaht. Ich kenne keine andere Möglichkeit, die so schnell und effektiv ist und die dabei aber auch so einfach von der Anwendung ist. Diese Schleifscheiben sind natürlich alles andere als günstig. Man ist hier schnell mal 10 Euro für eine Scheibe los. Und da haben sich die Chinesen gesagt, das kriegen wir doch deutlich, deutlich günstiger hin. Und so ist mittlerweile AliExpress und Temu voll von diesen Curve-Schleifscheiben. Und das finde ich natürlich auf der einen Seite eine Schweinerei, weil Pferd hat für diese Scheiben ein internationales Patent und die werden wirklich sehr exakt nachgemacht. Selbst die Beschriftung ist von der Farbgebung her sehr, sehr ähnlich. Auf der anderen Seite interessiert mich natürlich, wie gut sind diese günstigen Curve-Schleifscheiben. Weil Curve-Schleifscheiben sind eine absolute Geheimwaffe, sind natürlich in der Regel sehr, sehr teuer. Und wenn es da eine günstige Alternative gibt, dann ist das natürlich auch eine interessante Sache. Ich habe mir also drei Scheiben zum Preis einer Pferdscheibe bestellt. Die Lieferung hat 5 bis 6 Tage gedauert, ging also unglaublich schnell. Was ich hier bekommen habe, hat wieder nicht mehr diese Beschriftung wie im Internet. Sieht optisch jetzt, würde ich sagen, auch gar nicht mal so verkehrt aus. Ich habe mir extra ähnliche Scheiben vom Korund her bestellt. Es gäbe von Pferd auch noch Keramik. Die sind dann rot, die Scheiben. Die verwende ich sonst immer. Die sind noch griffiger. Aber ich wollte hier wirklich einen gleichen Test machen. Und dementsprechend habe ich die blauen Scheiben mir bestellt. Und dann können wir einfach mal testen. Vorher zeige ich euch aber noch mal in Kurzform, was mit so einer Curve-Scheibe alles so möglich ist und was die wirklich so besonders macht. Mit so einer Curve-Schleifscheibe kann ich jetzt natürlich nicht nur Kehlnähte nachschleifen, dafür sind die Scheiben wirklich genial. Ich kann auch Konturen nacharbeiten in den verschiedensten Formen. Und dafür sind die Scheiben wirklich auch sehr, sehr praktisch. Die Scheiben sind sehr griffig und man kann hier zum Beispiel an so einem Flachmaterial 4 mm stark einfach mal so eine Kontur oder so einen Ausschnitt nacharbeiten. Und da kann man dann natürlich richtig schön mit der Spitze arbeiten. Dafür sind die Scheiben wirklich perfekt. Mir sind sie für den täglichen Einsatz aber auch viel zu teuer. Ich habe immer so eine Scheibe in meiner Werkstatt oder zwei, drei und wenn ich so einen speziellen Einsatzfall habe, dann freue ich mich wirklich immer, dass ich diese Scheiben habe. Aber für normale Arbeiten, da ist eine normale Fächerscheibe natürlich deutlich, deutlich günstiger. Und für den Test habe ich jetzt einfach mal zwei Kehlnähte geschweißt, wirklich ungefähr gleich von der Nahtüberhöhung. Und die werden wir einfach mal beschleifen. Wir fangen mit der Original-Pferdscheibe an. Wir gucken natürlich, wie die Scheibe hinterher aussieht und wie schnell die Arbeit auch verrichtet wird. Das ist jetzt erstmal die Original-Pferdschleifscheibe. Die kann erstmal den Maßstab setzen, wie gut die andere Scheibe sein muss. Wenn ich mit so einer Scheibe arbeite, dann nehme ich erstmal die leichten Überhöhungen raus, die man natürlich immer hat. Und wenn ich das habe, dann gehe ich immer wieder durch diese Kehle durch und passe so ein bisschen den Winkel an, dass man so die Flanken mitnimmt. Und jetzt kann man wirklich gucken, ob man diese Kehlnaht nur sauber schleift oder ob man da wirklich wie so eine Nut reinschleift. Also da kann man wirklich alles machen. Ich versuche hier ganz einfach, dass die Kehlnaht schön sauber ist und das halt an beiden Seiten. Und dann kriegt man hier ein optisch sehr schönes Ergebnis. Dauert mit der Pferdschleifscheibe 40 Sekunden. Also ist unglaublich schnell. Die Scheiben sind unglaublich griffig. So, dann wollen wir mal gucken, was die Kopie kann. Und der erste Eindruck ist, die Schleifscheibe schleift. Man kann damit genauso arbeiten wie mit einer Pferdschleifscheibe, aber mit ein paar Einschränkungen. Der Abrieb ist deutlich geringer. Mit der Pferdschleifscheibe habe ich für diese Kehlnaht 40 Sekunden gebraucht. Mit dieser Kopie brauche ich jetzt 120 Sekunden. Also deutlich, deutlich länger. Und man merkt so ab der Hälfte, nach den ersten 30, 40 Sekunden ungefähr, dass die Scheibe deutlich an Aggressivität nachlässt. Man kann dann wirklich nur noch schwer damit Material abarbeiten. Ich habe die zwischendurch mir mal kurz angeguckt. Man sieht, die ist außenrum schwarz geworden und es ist so ein ganz merkwürdiger chemischer Geruch in der Werkstatt. Ich habe dann auch einen Artenschutz angesetzt, würde die also normal wahrscheinlich besser nur draußen einsetzen oder wirklich mit sehr guter Lüftung. Vorher hatte ich auch eine FFP3-Maske auf. Also man kann damit arbeiten, man kriegt damit auch ein sehr schönes Ergebnis. Es dauert länger, der Abrieb ist
ist geringer, das merkt man. Und die Scheibe sieht nach dieser Kehlnaht wirklich auch schon relativ fertig aus. Das sieht man hier auch an dem Ergebnis. Beide Ergebnisse sehen wirklich gut aus. Die Scheibe ist hier außen schwarz geworden, hat zum Schluss nur noch einen sehr, sehr geringen Abrieb gehabt und die Pferdschleifscheibe im Gegenteil von wegen, die ist auch so ein bisschen natürlich hier angegriffen, aber die ist noch lange, lange nicht fertig. Und welche Scheibe jetzt noch was kann, das wollte ich natürlich auch noch ausprobieren. Ich habe hier so einen schönen T-Träger. Dieser T-Träger ist von der Materialstärke 8 mm stark und das ist natürlich nicht die normale Belastung für so eine Scheibe. Da kann man aber ganz gut gucken, was die im Extremfall noch bereit ist zu leisten. Ich habe mir diesen Doppel-T-Träger genommen, habe mir angezeichnet und jetzt habe ich geguckt, wie viel Nuten ich hier wirklich noch so reinschleifen kann. Also 8 mm, eine richtig massive Belastung und dann geht's los. Und Team Scheiner schafft es jetzt, dass man wirklich mit dieser Curve, mit dieser Rundung hier eine Nut reinschleift. Da muss man aber sich wirklich quälen, da muss man wirklich hart arbeiten und muss auch eine Menge Dreck in seiner Werkstatt ertragen, weil diese Scheibe löst sich wirklich jetzt auch vom Umfang auf. Das heißt, mit dieser äußeren Rundung, was die Besonderheit an diesen Scheiben ist, kann man jetzt am Ende nichts mehr abarbeiten. Aber eine kleine Nut haben wir hier reingekriegt, wie gesagt, 8 mm Material. Man kann die Scheibe jetzt immer noch als Fächerscheibe nehmen, mehr aber nicht mehr. Und dann gucken wir mal, was Pferd noch in der Lage ist zu leisten. So, und die Pferdschleifscheibe ist vom Anfang an noch viel, viel griffiger. Hiermit kann ich die erste Nut völlig problemlos schleifen. Dann schleife ich natürlich gleich noch eine zweite. Die Scheibe hat immer noch einen sehr, sehr guten Abrieb. Und wie gesagt, wir haben hier 8 mm richtig massiven T-Träger. Und wir schleifen hier diese Rundungen, diese langen Löcher, diese Nuten rein. Und das macht die Scheibe wirklich völlig problemlos. Wir sind bei Nummer 2. Wir gehen zu Nummer 3 über. Wir sind bei Nummer 4. Es wird langsam ein bisschen schwieriger. 5 habe ich auch noch hinbekommen und dann merkt man schon, dann will die Scheibe nicht mehr. Auch die Scheibe kann ich jetzt noch als normale Fächerscheibe weiterhin benutzen. Das mache ich in der Praxis wirklich auch immer, wenn die von der Rundung weg ist. Man sieht, oder wenn die von der Rundung am Ende ist, man sieht aber wirklich, dass man hier massiv mit dieser Scheibe arbeiten kann. Die hat eine riesengroße Standzeit und irgendwo ist dann natürlich der Preisunterschied auch wieder gerechtfertigt. Aber es ist definitiv nicht immer so, dass billig unbedingt schlechter ist. Das sieht man zum Beispiel an meinen Trendscheibentests. Aber hier ist das natürlich eine ganz andere Liga. Das war mir im Vorfeld irgendwo schon bewusst. Ich wusste jetzt nicht, fliegt mir diese günstige Scheibe gleich um die Ohren oder liefert die auch ab. Aber die Scheibe schafft es auch, ein bisschen was zu schleifen. Aber es ist natürlich von der Standzeit her und von der Schleifzeit her eine ganz, ganz andere Liga. Ich habe noch einen weiteren spannenden Vergleich für euch. Das sind Schleifbänder für meine Akkubandpfeile. Habe ich auch immer noch mal gesucht, habe ich mir ein paar billige bestellt und die billigen liefern hier wirklich nicht sonderlich viel ab. Das heißt, ich kann hiermit auch schleifen. Es ist wiederum 8 mm Stahl, wenn man hiermit schleift oder so. Da passiert wirklich nicht viel. Jetzt kann man sagen, so eine Akkubandpfeile und dann so ein dickes Material, das ist natürlich auch Blödsinn, ist aber ein wirklich schöner Test und ist wirklich ein schöner Vergleich. Das heißt, 36er Schleifband, man sieht, nach ein paar Minuten geht hier wirklich nicht mehr viel. Man hat auch nicht sonderlich viel geschafft. Und das ist jetzt hier auch eine ganz andere Hausnummer, wenn ich das Kubitron-Schleifband einsetze. Damit hat man jetzt wirklich einen ganz anderen Abrieb. Ich kann hier nicht nur vorne so eine kleine Nut reinschleifen. Ich kann hier wirklich ein richtig schönes Langloch reinschleifen, kann hier wirklich massiv in das Material reingehen. Würde wahrscheinlich nie einer machen. Da würde man eine Bohrung setzen, genauso wie mit den Nuten eben, würde dann das Ganze hinterher austrennen. Aber es geht ja hier einfach um das Ausprobieren, um das Testen, um mal zu zeigen, von wegen, was womit möglich ist und was man dann wirklich am Ende des Tages für sein Geld kriegt. Und das ist natürlich immer extrem interessant. Und gerade bei diesen High-End-Schleifmitteln, da bin ich ein riesengroßer Fan von, weil das ist natürlich wirklich toll. Und das sieht man hier, die Bandpfeile hat eben das Material wirklich mit dem anderen Schleifband immer nur so ein bisschen angekitzelt. Und hier kann man jetzt wirklich massiv in das Material reingehen. Wir reden hier immer noch von 8 mm Stahl und ich schaffe es wirklich bis zum Ende. Ich hatte vorhin hier einfach mal reingetrennt als kleine Illustration für das Video. Und man schafft es hier bis zum Ende, das Ganze wirklich durchzuschleifen, dass man dieses Stück hier wirklich abschleift. Würde in der Praxis natürlich nie jemand machen. Man sieht aber, wie genial dieses Schleifband ist. Und das macht natürlich richtig
richtig Spaß, mit sowas zu arbeiten. Ich denke mal, am Ende des Tages sicherlich ein sehr, sehr interessanter Test. Ich wollte schon lange mal ausprobieren, was diese billigen Curve-Scheiben wirklich können. Und das hat man hier wirklich gesehen, von wegen, irgendwo funktionieren sie. Aber so richtig toll sind sie natürlich auf der anderen Seite auch nicht. Da lohnt es sich natürlich schon mehr, das Original zu kaufen. In diesem Sinne, ich verlinke natürlich die Schleifscheiben hier unter. Ich hoffe, der Test war interessant. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.